alter Fahrzeuge über 7,50 Meter. Da haben wir hier den Schick C-Line von Karthago. Und in den kommen wir heute nicht rein. Deswegen werden wir das nachdrehen. Also den stellen wir dann noch in einem separaten Video vor. Ja. So, jetzt stehen wir hier vor einem Karthago, und zwar dem Karthago Schick C-Line 1,49 LE Superior mit 4,2 Tonnen und auf Mercedes Alco Tiefrahmen. Dieses Fahrzeug kostet als Grundpreis 109.000 Euro und so wie es hier ausgestellt ist 133.590 Euro. Also ich gehe davon aus, dass der Mercedes, dass es auch so ein Mercedes mit Frontantrieb ist und nicht mit Heckantrieb, wie er ursprünglich der Fall ist. Und da sieht man das Cockpit, also das ist mittlerweile ja schon bekannt, auch mit dem großen Display, was man da sehen kann. Was ich dann auch sehe, das ist die neue Sitzgruppe. Und der Tisch von Karthago macht also auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Was kann ich für Sie tun? Oh, Sie können im Moment gar nichts für mich tun. Tut's mir das Auto jetzt eigentlich, oder? Sie brauchen jetzt nichts für mich tun, danke. Was möchten Sie tun? Ich will jetzt da filmen und mal Ruhe haben vor dir. Ah, verstehe das sogar. Da musst du ja mit den Leuten reden, ja? Oder mit dem Auto, Ossi? Ja, mit Geräten muss man heutzutage reden. Ja. Also da haben wir jetzt die Sitzgruppe und der Tisch, der hat auch eine schöne Größe. Man kann natürlich alles verstellbar, ist ganz klar. Mhm. Ja, da lässt sich verdrehen alles und aber vergrößern lässt er sich nicht, aber er ist meines Erachtens groß genug. Ja. Wir haben hier diese normale L-Sitzbank, also nicht face-to-face, wie wir ja jetzt gerne sehen, seit wir damals in Leipzig auf der Messe gewesen sind. Ja. Und ansonsten macht der Karthago eigentlich einen sehr guten Eindruck. Ich finde den Durchgang hier ein bisschen schmal. Ja, das ist halt, weil der Karthago immer ein bisschen plüschig ist. Ja. Deswegen ist der Durchgang hier schmal. Aber da sieht man jetzt gleich einmal die Bodenklappe, wo du da stehst. Also riesige Bodenklappe, wo man dann auch sogar Wasserkästen oder auch einen Bierkasten unterbringen kann. Ja, das ist ein Klapp zum Klapp. Ja, ja, also da geht ordentlich was rein. Das ist halt immer, wenn ein Fahrzeug eine gewisse Größe hat und eine gewisse Höhe, dann bringt man auch am Boden was unter. So, dann kommen wir mal, damit wir da vom Eingang von dem etwas ruhiger werden, kommen wir mal zur Küche. Und eigentlich lacht da mein Herz jetzt in der Küche. Ui. Ja, also hier ist alles schön kompakt. Ablagefläche hat es da. Ja, Kaffeemaschine ist noch mit eingebaut, was man ab und an sieht. Manche brauchen es, wir jetzt zum Beispiel nicht. Aber sieht hier alles wirklich sehr edel aus. An die Fächer kommt man gut ran. Ist alles sehr schön, ja. Aha. Wie sind die Auszüge, Ossi? Ja, einen Moment. Das sind natürlich Soft-Einzüge. Ja. Hier, super Fach. Ah, das sind die Mülleimer, ja, super. Sehr schön, gutes Fach eigentlich, ja. Ja. Lass mir jetzt auch da ist noch so eine Schrankklappe, das geht da rein. Ja, da sind für Flaschen, ja, für Weinflaschen. Ja, oder Wasser. Manche Leute trinken ja auch Wasser. Was auch wunderschön ist, ist dieser Auszug. Aha, ja, auch da bringt man alles Mögliche unter. Ja. Ja, Öl und so weiter. Gewürze, alles Mögliche kann man hier verstauen. Mhm. Ich sehe jetzt gerade, die Technik ist unproblematisch hier oben über der Eingangstür untergebracht. Was absolut okay ist. Also ich bin der Meinung, man braucht da keine Blende davor. Und der Fernseher, wo kommt der hin? Der kommt da hinten, da sieht man das TV-Auszugssystem. Also an
am Beifahrerfenster oder neben dem Beifahrerfenster kommt der Fernseher hin. Hier haben wir dann wieder Backofen, Gefriere und Kühlschrank. Ja, wie bekannt. Ja, ist ganz normal. Hat sich ja nichts geändert. Nein. Alles. Und dann schauen wir dann mal, was an Schrankmöglichkeiten vorhanden ist und wie das Bad aussieht. Das ist natürlich sehr schön hier. Gefällt mir gut. Ja. Also erst einmal Raumbad natürlich mit einer Türe. Geht die nach beiden Seiten auf? Nein. Ja, kleines Manko, Tür geht nur nach innen auf. Aber abschließbar. Ja, abschließbar, falls man zwei Fremde unterwegs sind. Ja. Aber auch abschließbar nur nach innen. Ja, ja, wenn jemand im hinteren Bereich ist, ja, natürlich. Also insoweit relevant, oder? Braucht man nicht. Also ich weiß nicht, warum man abschließen sollte. Ja, da haben wir die... Kommst du am besten gleich mal rein, dann machen wir die Tür zu, dann haben wir mehr Platz. Die Duschkabine. Und da fällt mir schon mal ein oder auf, dass hier der Radkasten ist, was natürlich nicht so toll ist. Denn man steht dann immer mit einem Bein auf dem Radkasten drauf. Was auch nicht so toll ist, das ist, dass die Duschkabine vom Bett aus so einsichtig einsehbar ist. Ja, da kann man zwar zumachen, doch, ja, okay. Das lässt sich kompensieren. Ja. Dagegen wieder schön, finde ich, dass hier ein TV-Auszug im Schlafbereich ist. Ja, das finde ich doch toll. Das ist eine saubere Lösung, ohne dass der Fernseher dauernd rumsteht. Also so der eine oder andere Gimmick ist schon dabei. Wie schaut das Bad aus? Die Toilette ist groß. Ist groß genug? Ja, ist klar, weil der Mittelschrank nicht vorhanden ist. Das geht natürlich automatisch auf die Breite der Toilette. Ja. Ja, wir haben dann noch einen Mittelschrank. Wir haben viele Fächer. Ja, also überall ringsherum Spiegel. Ja, also Spiegel. Und Spiegelschränke. Also Dachluke ist im Bad vorhanden und Dachluke ist auch in der Dusche vorhanden. Und dann haben wir hier schon den Bettbereich. Das ist schön, muss ich sagen. Also ganz toll, es sind auch Anschlüsse vorhanden für USB und für 220 Volt. Und die Ablagefächer, die sind oben. Also ich finde es immer idealer, wenn die neben dem Bett sind. Das ist hier ja nicht so schön gelöst wie in manchen anderen Fahrzeugen. Aber immerhin ist eine Ablagefläche vorhanden, ja, was ja schon mal ganz gut ist. Eine 100% Lösung gibt es ja ohnehin nicht. Nee. Das 100% Fahrzeug. Die Fenster im Bett, die sind etwas breiter, also sehr rechteckig, müssten nicht so breit sein. Und dann haben wir hier das Schranksystem. Ja, mit der Lift zum Öffnen, jawohl, natürlich. Also das ist der Kleiderschrank, der geht sehr tief runter. Mhm, da kann man also auch längere Mäntel hinhängen. Ja, oder man legt dann unten sein Laptop oder sonst was hin. Also das ist auch Ablagefach. Ja. Dann schauen wir mal, was auf der anderen Seite noch ist. Dieses Öffnen vom Bett, das ist zwar eine ganz nette Sache, aber in der Praxis etwas schwierig, weil da ist ein Spannbetttuch drauf und das verschiebt sich jedes Mal, wenn man das hochmacht. Die andere Seite, da haben wir das gleiche nochmal. Auch das meinen wir immer, ist etwas übertrieben. Man braucht keine zwei so großen Kleiderschränke. Hier wäre besser, dass ein Schrank eingebaut ist, der dann mit Fächern versehen ist, wo man Utensilien in den Fächern reinstecken kann. Aber alles in allem ist es ein sehr schönes Fahrzeug. Da gibt es gar nichts zu sagen. Das sind die Klappen, die Stauklappen, genügend vorhanden natürlich. Also auch für vier Personen gut nutzbar. Ein schönes Fahrzeug. Und da haben wir noch die Stufen, die Treppenstufen. Da bricht man also auch noch die Wäsche, Schuhe oder sonstiges rein. Wenn man sich die Heckpartie vom neuen Karthago anschaut und im Vergleich dazu die Heckpartie vom alten Karthago, da muss ich sagen, die neue Version schaut doch deutlich schöner aus als die alte Version.